Ein Klavierspieler, ein Komponist, ein Meister, ein Forscher, ein Denker, ein Prophet? Was ist von Ferruccio Busoni geblieben? Busoni's intellectual life was so wide, his interests were so varied, that I think it is important to, I think it does help to understand more of his life and thought and writing in prose, in words. I think that does help very much to understand Busoni's music. His friend Carl Nielsen said that music is the sound of life. Toskana, ruft der Abbe sehnsüchtig in Busonis Oper Arlecchino und besingt damit auch des Komponisten Herkunft. In der kleinen Stadt Empoli, in einem einfachen Haus am damaligen Pferdemarkt, erblickt das künftige Wunderkind das Tageslicht. Umgeben von einer großen Verwandtenschar, nach geradezu verzweifelten Schwierigkeiten, erinnert sich Ferruccio Busoni Jahre später an seinen ersten Lebensmoment. Der Vater Ferdinando, ein reisender Klarinettenvirtuose mit unstetem Lebensstil, und die Mutter Anna Weiß, eine Pianistin aus Triest mit deutschen Vorfahren, beladen den Erstgeborenen gleich von erster Stunde an mit großen Vorbildern. Vor bedeutungsschwerem, österlichen Glockengeläute wird der kleine Busoni auf Ferruccio, Dante, Michelangelo, Benvenuto getauft. Er war ein Aprilscherz. Er ist am 1. April geboren. Ein Osterei auch, denn es war damals Ostern. Und da gibt es dann vielleicht Beziehungen auch zu seinen Werken. Ostern kommt im Dr. Faust prominent vor. Das muss ihn amüsiert haben. Der Pakt mit dem Teufel. Diabolisch vielversprechend ist dem tyrannischen Vater auch Ferruccios musikalische Anlage. Von Triest über Wien nach Graz und zurück nach Bologna wird er als klavierspielendes und komponierendes Wunderkind herumgereicht und bestaunt. Später sollte Busoni immer wieder sagen, ich hatte keine Kindheit. Befreiung aus dieser allzu beengenden elterlichen Umklammerung bringt die Berufung als Klavierprofessor ans Konservatorium von Helsinki. Provinziell und amateurhaft scheint aber die Atmosphäre. Einziger Lichtblick, die Bekanntschaft mit seiner zukünftigen Frau Gerda Sjöstrand, mit der er bald nach Moskau aufbricht. Anton Rubinstein hat ihn an das dortige Königliche Konservatorium empfohlen. Eifersucht, geringer Lohn sowie der verstaubte Traditionsbegriff seiner russischen Kollegen verbittern ihn jedoch. Freiheit im Kopf und Wohlstand verspricht da nur Amerika.
Besonders fasziniert ihn die Welt der Indianer. Wunderbar die Einheit von Melancholie, Tapferkeit und Glaube, wie er auf ein Skizzenblatt schreibt. Ganz im Kontrast zu seinem sinnentleerten Nomadentum als Konzertpianist, das ihn in eine erste Identitätskrise stürzte. Je erfolgreicher als Pianist, je weiter sein Horizont, desto drängender wird die Frage: Wer bin ich? Was soll ich? Die Italiener sehen in ihm den nordischen Denker und die Deutschen sehen in ihm mehr den romanischen Weltmann. Für beide, ich meine, das ist immer das Problem der Grenzüberschreitungen. Da war ja beides gleichzeitig und es war aber für viele Jahre in seinem Leben ein innerer Kampf, der dadurch ausgelöst wurde. Identitätskampf, allein von der Frage der Muttersprache. Die Muttersprachen waren mehr beide, nicht? Da hat er so als Kind sowohl Italienisch als Deutsch fließend gesprochen. Und zu welcher Kultur er sich bekennen sollte. Eine wahre Musik kennt keine Grenzen, das war sein Gedanke. Amerika oder Europa, immer sind es Idealvorstellungen, mit welchen er seine Ortswechsel verbindet. Der Traum von Italien wird zum Greifen nahe, als er Direktor des Liceo Musicale in Bologna wird. Doch von der Vision, aus Bologna eine Stadt der musikalischen Avantgarde zu machen, bleibt nur die Renovierung der Institutstoiletten. Busoni bricht nach Berlin auf, dem gesellschaftlichen, kulturellen Zentrum Mitteleuropas. Er war sicherlich ein Mitteleuropäer, in gewisser Hinsicht ein Kakanier, also ein Mann ohne Eigenschaften. Das hat man ja auch schon manchmal festgestellt. Das hängt auch mit seinem Zweifel zusammen, auch mit der Spannung zwischen Zweifel und Utopie. Aber zu Hause war er jedenfalls schon in der Großstadt. Die hat er gebraucht. Die Großstadt ist für Ferruccio Busoni in erster Linie das klassizistische Berlin der Jahrhundertwende, wobei sein Blick nicht einer versteinerten Vergangenheit gilt, sondern einer zeitlosen, ewig gültigen Moderne. Eine junge Klassizität ist seine Idealvorstellung von Kunst, die alt und neu zugleich ist. Der Viktoria-Luise-Platz, wo Busoni seine großzügige Wohnung hat, wird bald zur Pilgerstätte eines wissbegierigen, undogmatischen Musikerkreises. Doch die Vision zeitloser Klänge bleibt Utopie. Inmitten seiner vielgeliebten Kunstgegenstände und gezeichnet von einer schweren Krankheit zieht Busoni Bilanz. Einer steht ihm dabei besonders nahe: Gottfried Galston, der Busonis letzte Lebensmonate in seinem Tagebuch minutiös festhält. Bald versunken in breiten Kissen, bald ängstlich hochguckend, dann wieder matt vornübergeneigt, liegt und sitzt Busoni im Bett. Es fehlt ihm ganz und gar jegliches Verständnis für seinen Zustand. Stets war er gewohnt, gegen die Natur zu leben, die Signale der Körpermaschine nicht zu achten. Ohnmächtig hadert er gegen das grausame, ungerechte Geschick. Das habe ich doch nicht verdient. Wer straft mich so wild und böse? Schuld haben alle. Die verruchten Ärzte, die verschworenen Freunde, die Gattin quält und martert ihn. Ist aber endlich ein Gespräch in gutem Fluss, vergisst er alles und lebt wieder auf. Geist, Laune und Zukunftsmusik blitzen dazwischen. Legendär war Busonis Ausstrahlung zu Lebzeiten. Faszinierend ist seine Aura aus heutiger Sicht. Ronald Stevenson, der Busonis Frau Gerda noch persönlich kannte, schreibt seit 30 Jahren an einer Busoni-Biografie. Why is Busoni so great for me?
because I see in him a very pure artist. Whatever biographers can say about him as a man, as a human being, as an artist, he was pure, a pure artist, utterly dedicated to art, and not to his self-glorification, but to help young composers, to help others, and to relate music to life, for there to be no dichotomy between his life of thought and his music. Der eine schreibt, der andere sammelt. Im Banne Busonis stehen beide. Ein eigenes Zimmer hat sich Daniel Ravenock als Besitzer der größten privaten Busoni-Materialiensammlung eingerichtet. Schwerpunkt dabei ist der Briefwechsel zwischen Busoni und seinem langjährigen Wegbegleiter Egon Petri. Ravenock, als Schüler Petris selbst ein Busoni-Jünger, ist vor allem ein Aspekt wichtig. Die Kompromisslosigkeit des künstlerischen Arbeitens. I think Busoni's creative sincerity is illustrated by the fact that he constantly revisited his own work. Revisit is the best word I can think of. His own creative act, not simply set them aside as a great creation and then move on to another one. It's all part of a parcel. From Busoni, from about 1906, everything of Busoni is woven together. There are not isolated works sitting about. And I think he was terribly sincere towards his students, critically. Heute kam sein Schüler Kurt Weil erst abends. Er entschuldigte sich mit Kompositionswut. Er habe bis 8 Uhr abends komponiert, dann wieder alles zerrissen. Das ist gut, sagte Busoni. Das ist die richtige Art. Behalten Sie diese Strenge bei. Bis zum letzten Tag, bis zum letzten Atemzug. Kein Takt darf hinaus, der nicht unerbittlichster, fanatischster Selbstkritik standhält. In den Jahren 1900 und 1901 lud Großherzog Karl Alexander Busoni nach Weimar ein, für die sommerlichen Meisterkurse im Tempelherrenhaus. Aus aller Herren Länder kamen die Studenten zu ihm, ob sie nun Klavier oder Komposition studieren wollten oder nur als Tänzerin den Ausführungen Busonis zum Wesen der Kunst lauschten. Und so ehrfürchtig die Schüler auch Busoni bewunderten, die Atmosphäre war euphorisch. Geld verschmähte er. Nach dem Unterricht gab es lange Diskussionen bei Tee und Gebäck und am Abend zog man durch die Stadt, durchaus angeheitert. He would criticize, he would play, but he never gave lessons in the accepted sense of the word. Once I figured out how many times I played for him during the 38 years I knew him, it was not more than a dozen times. Yet I learned more from him than from any other so-called teacher. It was by being continually with him, by hearing him play, practice, talk about various subjects, being shown his compositions in different stages, traveling with him and performing his and other works under his direction. Busonis Unterricht war kein autoritäres Predigen von oben herab. Galt es doch, künstlerisches Talent und Temperament zu formen. Aber nicht alle überstanden dieses nahe Verhältnis zwischen Meister und Schüler schadlos. In many ways, when Busoni died, I think that this entire era died. Only a few people, as I say, Kurt Weill or Petri, and then through Petri, Gunnar Johansson, carried on the, if you like, tradition. One of the deficiencies of it was
that the cycle, the circle around Busoni was made up of a lot of not quite fully developed individuals who needed the personality of Busoni to fill a gap in their own personality. Die waren eigentlich alle im Bann der Persönlichkeit, ja. Muss eine geradezu lähmende Wirkung ausgeübt haben. Eine Wirkung großer Überlegenheit, dabei durchaus freundlich. Ich erinnere mich an die Beschreibungen seines ganz lauten Lachens. Das gab es auch, ja, wenn er guter Laune war. Wir sprachen über Humor. Im Gespräch erholt er sich noch immer, wird lebhaft und oft sogar heiter. Busoni betonte, wie sehr er den echten, rechten Humor liebe, wie groß sein Verständnis, ja seine Schwäche und Hingegebenheit für dieses köstliche Gut sei. Aber er liebe nicht die Berufskomikerei. Er hat sich nie ernst genommen. Einerseits total ernst genommen, andererseits, was eigentlich der Engländer viel besser kann als die meisten, über sich selbst lachen. Er hat ja immer verrückte Namen für sich selbst ausgesucht und in seinen Briefen eingefügt. Und er liebt es, wenn er zum Beispiel seinen Namen falsch gedruckt sah, nicht als Busoni, sondern als Buson oder Ferniccio Busoni hat er mal gesehen. Und er liebte solche so frei, unfreiwillige, humorvolle Momente sehr. Das ist der Humor eines tragischen Menschen. Das hat Nietzsche oft genug geschrieben, vor allem im Jenseits von Gut und Böse. Je mehr man mit den schwarzen Seiten des irdischen Lebens konfrontiert ist, desto lauter kann man lachen, desto lauter muss man lachen. Natürlich hat er es berühmt gewesen für sein schallendes Gelächter. Das ist natürlich eines der kräftigsten und überzeugendsten theatralischen Masken, die ein Mensch erzeugen kann, ist das eigene Lachen. So sehe ich das, ein Humor. Heute brachte sein Sohn Lello eine Zeichnung. Da spielt einer Flöte, beide Hände mit den Knöcheln nach unten. Busoni empört, wie soll das möglich sein? Übliches Schimpfen auch auf die Schwiegertöchter. Die Japanerin wäre der äußerste Gipfel der stupiden Langeweile. Und von der Frau Bennos könne man überhaupt nicht sprechen, von dieser Herdmagd. Well, I will say that again. Yes, for the whole family, other than myself, I feel that Busoni were the complex. The whole family being my father and my uncle. Mario Busoni ist der letzte männliche Nachkomme und Enkel Ferruccio Busonis. Sohn des zweitgeborenen Raffaellos, baut er Geigen und arbeitet an Skulpturen in seinem New Yorker Studio. Der Großvater ist für ihn kein Thema, auch weil sein Vater Raffaello jeden Kommentar dazu vermieden hat. Zu viel Pose, zu viel Kälte gab es im Familienleben des weltmännischen Musikers. There is a photograph of my father standing on my uncle's knees. By the way, I never met anyone in my family, even though my uncle was alive until I was in my 20s. He's standing, his uncle is throwing his head back in an almost pre-Raphaelite pose of
self-worshipping ecstasy, and my father, who's an 8-year-old boy, is looking down at him with an expression of almost hatred, I would say. I mean, his eyes really narrowed in a mood that if you looked at the caption would be, "When this is all over, I'll thrust a knife in your throat." Mit dem ältesten Sohn war es immer ein Problem, der natürlich diese Art von Beweihräucherung des Meisters zu durchschauen glaubte und davon sich distanzierte. I believe that in his life Busoni always meant someone else, that he lost his personal identity through the name Busoni written in granite above his head all the time. And he would like a little signature maybe under his feet that says, "I'm also a Busoni, and I sign my paintings Busoni, and perhaps we could recognize me, Raffaello Busoni, as well." "Ich werde ja jetzt überall der Anreger genannt", sagte Busoni ärgerlich vor Tagen. "Früher war ich der Bach-Busoni oder der Listspieler. Nichts ist ihm recht", dachte ich mir. Heute erzählt er mit großer Genugtuung, dass zum ersten Male nach einer Periode 40-jährigen Schaffens, welches stets von der Presse bemäkelt, verlästert und verspottet wurde, jetzt endlich einstimmig glänzende und freudig lobende Besprechungen seiner Kompositionen eintreffen. Wenn ich denke, dass Thomas Mann nicht vielleicht als der Dichter par excellence zu bezeichnen ist, sondern eher als ein erstgradiger, hochgradiger, ganz fabelhafter Schriftsteller, nicht? Also würde ich auch bei Busoni eigentlich denken, dass er dann doch hinter anderen Komponisten seiner Zeit, die sowohl handwerklich fabelhaft waren, als auch eben etwas sagen wollten, nicht nur das Publikum erziehen, sondern ihm wirklich etwas mitteilen wollten, da doch etwas unterlegen ist. Das macht diesen Abstand aus zwischen dem Werk Busonis und dem Publikum. Da besteht nie eine wirklich intime Beziehung. Er versteht es nicht, das Publikum zu verwandeln als Ganzes, zu einer Einheit zu bringen. Man hat ihm Kühle vorgeworfen. Und deswegen hat er sich dann verteidigt. Und er meinte das Gefühl im Großen und schätzte nicht das Gefühl, das auf der Hand liegt. Er schätzte auch in der Musik seiner Zeit nicht den Schwulst, den neuromantischen Schwulst. Er schätzte das Gefühl, das sich verbirgt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, was er da gemeint hat. Das unwillkürlich dargestellte Gefühl, das Gefühl, das latent auf den Hörer wirkt, ist manchmal das wertvollere Gefühl. Und ich finde, dass in seiner späteren Musik er ja auch fertiggebracht hat, unwirtlicher zu komponieren. Und diese Unwirtlichkeit ist wahrscheinlich dauerhaft. Dauerhafter als das, was er vorher gemacht hat. Die Unwirtlichkeit seiner Musik, ich kann darauf erwidern, es ist kein Wunder, dass er unwirtlich komponiert hatte, weil er nie eine Heimat hatte. Der selbst war nicht in der Lage, ein Wirt zu sein, weil er, wie gesagt, das Leben in Deutschland oder in Berlin war nur ein Kompromiss mit der Wirklichkeit. Das Land, in dem er sich zu Hause fühlte, war Italien der Renaissancezeit. Und als er in dem wahren Italien versuchte, Fuß zu fassen, verglich er die Wirklichkeit mit seiner Fantasie und stellte fest, dass es weit dahinter zurückfiel.
Es ist im Prinzip die Musik eines Heimatlosen. Busoni wurde von Philipp Jarnach schon vor Wochen an sein Versprechen erinnert, für eine Musikzeitschrift einen Artikel abzufassen. Es sollte wohl eine Schrift über das Urwesen der Musik sein. Heute übergab Busoni diese und bezeichnete sie als seine wichtigste schriftstellerische Arbeit. Darin steht zu lesen: In seltenen Fällen hat ein Irdischer vom Wesen der Musik etwas Unirdisches erlauscht. Il lato che impressiona di più da Busoni è tutta l'idea del suono, lo sviluppo del suono, della musica come materia sonora, no? Piano tumultuoso vuol dire non un piano soltanto dolce, non soltanto un piano espressivo, parlo della dinamica piano naturalmente, ma piano tumultuoso vuol dire con poco volume, però con grandissima intensità. E questo è un aspetto della musica, un aspetto del fenomeno suono, che è molto tipico a Busoni e devo dire che a me fascina, sempre affascinato. Ein Nirvana aus Klängen suchte Busoni, einen klingenden Raum, in dem Erfindung und Empfindung, Harmonie und Form eins sind, wo die Tonkunst aufhört zu existieren und die reine Musik erklingt. Unsichtbare Chöre, Fernmusik, waren ihm dabei die Wegweiser zu einer neuen Klangwirklichkeit. Das sind Wirkungen, die keinen analysierbaren Klang haben. Wenn man sagen kann, das kann ich nicht erklären. Wie er selbst am Klavier angeblich in der Lage war, sofort zu täuschen, dass der Klang vom Klavier aus anderen Ecken des Konzertsaals kam. Quasi, dass der Klang auch aus dem Instrument entschwebte und irgendwo verflüchtigte. Das hat er auch gesucht und oft gefunden in seiner Musik. Busoni kommt mir wie der Faust, der unermüdliche Sucher, Forscher und Grübler, der rastlose Geist vor, der seine Seele dem Teufel verschrieb. Das Böse heißt Alkohol. Säufer ist er keiner gewesen. Aber als Beflügler hat er ihn benutzt. Folge davon: Unterernährung und Kollaps. Lässt sich von seinem Schüler Zadora Lieder ohne Worte von Mendelssohn vorspielen. Erschütterndes Bild des armen Leidenden. Die Tränen rannen unaufhörlich. Er schluchzte. Kein List, kein Bach mehr. Ich kenne noch eine alte Dame hier in Berlin, die sehr häufig in Busoni-Konzerten war
und die mir immer wieder gesagt hat, es ist also eigentlich eine etwas weiche, aber tizianische oder van Dyck'sche Schönheit gewesen. Wenn der aufs Podium kam, da waren alle Damen im Publikum schon erstmal ihm zu Füßen, nicht wahr? Er hat, wie man hört, immer gemeißelt beim Klavierspielen, hat das Legato nicht geschätzt, vielleicht auch den kantablen Stil nicht sehr geschätzt. Zugleich hat er mehr Pedal verwendet als irgendjemand zuvor, wenn ich das von seinen Kompositionen so ablesen darf. Also es war eine Kombination des gemeißelten Stils mit einem ganz neuartigen Pedalgebrauch. Er hat ja auch einmal gesagt, die Leute spielen so, als ob man Luft und Wasser in geometrische Formen gießen wollte. Das fällt mir sehr oft ein, denn ich glaube auch, dass das Pedal das Interessanteste ist, was dem Pianisten zur Verfügung steht an diesem Instrument. Busoni galt als der Inbegriff des modernen Klavierspiels, wobei er in seinen Visionen zur neuen Musik das herkömmliche Instrument bald hinter sich ließ. Als Dr. Futuro, wie er sich einmal Edgar Varèse gegenüber bezeichnet, schwebte ihm ein Klavier mit Dreifachtastatur, Drittel- und Sechsteltönen und dergleichen mehr vor. Über elektrischen Strom erzeugte Mikrointervalle sollten die Musik gleichermaßen befreien, wie einst die Erfindung des Flugzeugs den Menschen vom Boden hob. Utopien eines Forschergeistes. Konkreter war da schon seine Begegnung mit dem Rollenklavier, einer damals revolutionären Erfindung, die es erlaubte, rauschfrei und ohne zeitliches Limit akustische Aufnahmen zu machen und wiederzugeben. Sprunghaft in der Phrasierung, unkoordiniert in den Akkorden. Busonis Rollen sind befremdend. Antonio Latanza, Direktor des Römischen Musikinstrumente-Museums, will sie aber doch nicht ganz außer Acht lassen und bemüht einen Vergleich. Nel caso dei rulli ci sono molte opinioni diverse e direi molte sono contrarie, la maggior parte sono contrarie. C'è stato chi in Inghilterra una volta ha detto ascoltare dei dischi di grammofono significa è come vedere un uomo attraverso la nebbia. Ascoltare un rullo invece significa vedere una mummia in pieno sole. In einem ersten Schritt wird nur die Abfolge der Noten aufgezeichnet, Pedal und Dynamik nachträglich vom Pianisten auf die Rolle übertragen. Für Busoni ein viel zu uninteressantes Unterfangen und oft ließ er den Recording-Manager mit dieser Aufgabe alleine. Und doch sind sie ganz besondere Dokumente, diese akustischen Zeugnisse Busonis. Direi che i rulli sono i documenti palpitanti, più palpitanti che abbiamo di Busoni. I documenti più oggettivi da una parte e soggettivi dall'altra. Soggettivi perché non ci possiamo tanto fidare, oggettivi perché c'è comunque un qualche cosa di Busoni che esce fuori da questi rulli. Weil erzählte mir heute vom unendlichen Aberglauben Busonis. Aus Angst davor, dass er nach vollendetem Faust zugleich sterben müsse, ließ er ihn unvollendet. Schließlich gab Weil das Geheimnis preis. Er wisse, dass der Schluss des Werkes, die Musik zum Lebenswerk Dr. Faust, fehle. Auch weiß er von einer Notiz zu den Skizzen von Ende 1922. So geht es nicht. Warten wir ab. Busoni was far ahead of any of his contemporaries in desiring peace, a great peace.
a monumental piece. And in his opera, Dr. Faust, we hear the word pax, the Latin word for peace. It's the first word, it begins with the word peace. And it is a kind of duality, fear and peace. Fear unto death, the death of civilization, the death of the world. It's a prophecy of the possibilities of the 20th century. No other composer has prophesied like this. Die Angst als tiefer Zweifel an der Wirklichkeit, der Friede als Sehnsucht nach dem Vollkommenen. Dr. Faust wird zur letzten großen kompositorischen Herausforderung. Über 7 Jahre erstreckt sich die Arbeit an dieser Oper. Eine noch unerhörte, eine reine Musik will Busoni für Helena, dem Sinnbild ewiger Schönheit, finden. Doch vergebens. Die Partitur bleibt Fragment. Es bricht genau zu der Stelle ab, wo die Vision von Helena auf dem Kreuz nochmals auftaucht. Und das Projekt scheiterte daran, dass er die Musik für Helena noch nicht gefunden hat. Und auf eines von diesen Skizzen zu der Schlussszene, die ich dann zu sehen bekommen habe in Berlin, hatte geschrieben, Helena Vision noch unbestimmt. Und da war unten Helena unerreichbares Ideal, Helena, unerreichbares Ideal der Schönheit. I think the lack of completion of Dr. Faust was simply because of his illness. And I talked a great deal with Hans Meyer, his physician that saw him every day then. And he had this disease of the malfunction of his kidneys, which caused it to obscure his thoughts. And he would say to Dr. Meyer, I have the thoughts, but they're not clear enough for me to put down. I think the illness is the only reason he didn't finish Dr. Faust. He was very, very near the end of it when he died. Im ganzen letzten Lebensjahr bringt Busoni keine einzige Note mehr für seinen Dr. Faust zu Papier. Zu weit entfernt liegt diese Figur von einer greifbaren Musik. Gut und Böse sind nur mehr ein schwaches Kraftfeld für den sterbenden Faust, dessen letzte Worte sind: Ich, Faust, ewiger Wille. Es ist eigentlich der Moment, wo Faust erkennt, wie schwach die Kräfte des Guten und des Böses sind, dass diese Kräfte
wirken wie ein Magnet auf den Mensch, ziehen ihn hin und her und bringen ihn nicht weiter. Und nur wenn man die Kraft, die eigene Kraft und Vorstellung findet, um diese zwei Polen zu vernichten, kann der Mensch weiterkommen. Also im Prinzip ist das der Zusammenbruch von der dualistischen Gesellschaft im Sinne von Nietzsche, dass der Mensch für seinen eigenen Fortschritt selbst die Verantwortung übernimmt. Gott und Teufel hören auf zu existieren. Nicht nur der Teufel, sondern auch Gott. Um 12 Uhr Mitternacht zum 27. Juli aß Busoni noch ein Ei. Die Krankenschwester reichte es ihm. Er fragte sie, ist das der Tod? Später, gegen 4 Uhr morgens, als man ihm löffelweise Champagner reichte, sagte er zu seinem Sohn, Benno, ich bin ja schon tot. Gestalt, die Busoni bisher war, das finde ich eigentlich nicht notwendig. Er sollte mal etwas menschlicher werden. Und die menschlichen Züge in seiner Musik sollten auch spürbar werden. Mit wenigen Worten und mehr Taten wäre er auch weitergekommen für die Nachwelt. Aber diese Worte sind so wunderbar gewählt und so bedeutungsvoll, dass man ihm wieder verzeihen kann. This great head with the hair and the intelligent eyes. And then I feel a sort of wave of energy, pure energy. I am the last male of the Busoni family.